Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Wir spielen Super Metroid 3. Dieses Spiel ist 1994, da war ich 8 Jahre alt, für die Spielekonsole Super Nintendo erschienen. Die Konsole habe ich selbst noch. Da habe ich noch einen Spielstand, hier sehe ich gerade, mal kurz ausgetestet. Darum nehme ich jetzt den Spielstand B. Es folgt erst einmal ein langes, langes Intro. Dort wird ein bisschen erklärt, um was es jetzt erstmal geht. Und auch die Vorgeschichte. Und ich wünsche euch viel Spaß. Das Ganze werden wir auf Deutsch spielen. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Die deutsche Übersetzungen sind ja mehr als dürftig, aber man kann es ja ein bisschen jetzt verstehen. Okay, wir spielen die Kopfgeldjägerin Samus Aran. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Das soll ein kleines Gameplay werden, dazu noch ein Let's Play. Ich will euch hier zeigen alle Items 100% und auch die geheimen Moves. Dazu. Was gibt es noch zu sagen? Ja, dieses Spiel habe ich schon mal Let's Played. Das war mein erstes Let's Play. Da ist das Baby. Ist aber so schlecht, dass man es eigentlich nicht zeigen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es nochmal. Das ist Ridley, unser Erzfeind. Das ist am besten. Wir lassen uns jetzt mal treffen, dass der Kampf mal schnell vorübergeht. Schaut erstmal gut aus. Komm, mach mich fertig. Noch ein Schlag, komm. Ich hüpfe an dir vorbei, das ist auch lustig. Selbstzerstörung. Eine Minute Zeit. Es
werden wir wohl schaffen. Wenn ich mich nicht ganz so dumm anstelle wie sonst. Der heiße Dampf tut uns nichts. Juhu, auf. Aber trotzdem sage ich einfach auf. Um die Dramatik ein bisschen zu erhöhen. Danke. Hey, die ist die Tür kaputt gegangen da hinten. Mädchen. Mädchen. Ein bisschen ruhiger. Hattest du keinen Kaffee heute zum Frühstück? Es wäre geschafft. Das war jetzt der Planet Zebes. Der Heimatplanet der Weltraumpiraten vielleicht und Mutterhirn. Motherbrain. Wie das auf Deutsch klingt? Mutterhirn. Na gut. Na gut, dann lege ich mal los. Ich gehe gleich mal nach links, weil rechts ist nichts. Es ist erstaunlich wenig los hier. Ach so. Okay. Gehen wir hier runter. Kann ich ein bisschen zählen? Das habe ich mal ausgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hätte gern durchfallen wollen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Das merkt man schon ein bisschen. Es wird jetzt Zeit für unsere erste Ausrüstung in diesem Spiel. Das wäre hier der Morphing Ball. Und eine Videoüberwachungskamera. Also, wenn ich zweimal runterdrücke, verwandle ich mich hier in diesen Ball. Dieses Spiel ist 1994 herausgekommen, lange vor Pokémon. Und ich glaube, Samus war der Vorreiter, weil ich finde, es schaut aus wie ein Pokéball. Und werde einfach immer dazu sagen, Pokéball. Pokémon ist erst rausgekommen, so 1996 in Japan und 1999 so dann bei uns in Europa. Auch lange Zeit schon. Die roten Türen, da können wir noch nichts anfangen damit. Also gehen wir hier runter. Okay. Wir haben die Raketen gefunden. Select dieses Zeichen und dann press X-Button. Das ist bei mir das J. Okay, dann muss ich hier wieder rauf. Jetzt schauen wir mal, ob ich das ganz schön anstrengen kann. Da noch durchschießen und da vielleicht. Und da nochmal. Dann rüste ich aus. 1, 2, 3, 5. Dann, was ich noch vergessen habe. Entschuldigung. Ist hier... Da kann ich euch zeigen, erstmal die Karte. Und hier die Ausrüstung. Wir haben erstmal den Morphing Ball. Kampfanzug haben wir noch nichts. Und Schuhe auch noch nicht. Beams auch noch nicht. Und Reservetanks auch noch nicht. Hier nochmal der zweite Raketencontainer. Juhu!
Jetzt haben wir schon 10. Dann gibt es hier noch was Verstecktes. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Energiecontainer. Ich komme leider nicht dran. Oder meine Skills reichen dazu nicht aus. Aber wir kommen eh nochmal hierher zurück. Übrigens, hier das Gesicht da unten ist jetzt halt aktiv. Also man erwartet uns jetzt wohl eher. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist die Fragelage. Jetzt haben wir auch Musik, jetzt ist auch das Licht an. Jetzt sind sie aufgewacht und haben gesagt, so, Eindringling, wen haben wir dann alles da? Okay, wir kriegen die Raketen zurück. Okay. Geh mal kaputt. Geh mal du kaputt. Jo, getroffen. Und dann ist auch die Türe offen. Die blinkt dann und können wir raus. Okay, wie leicht es war, einfach runterzuspringen. Jetzt müssen wir mühsam raufklettern, aber Samus schafft das. Kann alles, was sie will, mit diesem Anzug sowieso. Ah, den hätte ich jetzt fast nicht getroffen. Okay, der wäre mir noch im Weg. Komm, geh weg. Hey, du. Das sind die Weltraumpiraten. Eher die dunkelgrünen, die sind mit einem Schlag tot. Wen nehme ich jetzt? Komm her. Hey, wir sind oben. Ja. Okay, und ich werde auch versuchen, jetzt die Gegner ein bisschen mit Namen zu benennen. Wie die hier. Die nenne ich Cordon Bleus. Und die Endgegner werde ich dann nochmal mit einblenden. Ihre Namen sind ja mal so ein bisschen wichtig, würde ich mal sagen. Und die fünfte. Bist du genau davor? Das war jetzt unklug. Habe ich dich getroffen? Ah, der steht immer so ganz blöd da. Jetzt habe ich mich natürlich treffen lassen. Nochmal. Okay. Hier müsste der Kartenraum sein. Okay, das wäre jetzt das Krateria. Dann geht es noch weiter zum Wreckership. Okay, wir wollen jetzt hier weiter nach Brinstar. Ich weiß auch nicht, heute muss ich jetzt die ganze Zeit räuspern. Was ist da los? Okay, Gegner sind natürlich auch wieder da. Das ist sehr gut. Hehe, von der Seite kann ich dich gut treffen. Da ist noch eine Fliege. Wunderbar. Hab alle Raketen wieder. Die werde ich jetzt auch brauchen. Okay, hier oberhalb wäre noch ein Gang. Das wird jetzt halt noch nicht so interessant sein für mich. Die Energie nehme ich noch gern mit. Ansonsten werde ich jetzt erstmal noch raufgehen. Hier wäre der Speicherpunkt. Den nehme ich jetzt mal kurz wahr. Okay, unsere erste Speicherung in diesem Spiel. Ich werde es nicht so oft abspeichern müssen, denn ich komme eigentlich relativ gut klar mit dem Spiel. Das sind die Brownies hier. Die sind unzerstörbar. Aber ihr werdet es wahrscheinlich eh wissen, denn Super Metroid ist wohl unbekannt. Aber es ist ein zeitloser Klassiker und den muss man einfach mal gespielt haben. Gehört dazu. Darum war es auch mal mein erstes Let's Play. Da habe ich mich noch Funny Play genannt und nicht Chronicles of Games.
Renne ich nur durch. Fünf Stück. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen was. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht so anpissen. Na. Eine Rakete bräuchte ich nur. Nur noch eine. Gib mir eine. Gib mir eine Rakete. Hey, dankeschön. Okay, wir kriegen nochmals. Wir kriegen die Bomben. Das ist schön. Ich habe so Respekt vor dem Scheißteil hier. So abgeäfft. Abgefahren. Ah, toll. Ah. Ich kann gar nichts mehr. Oh, ich wollte es so genial lösen, ey. Jetzt habe ich es abgekackt. Ah. Verreck halt. Das böse F-Wort. Okay. Ich hab's geschafft. Naja, jetzt ist man noch so klein und unbedeutend. Jo, dann sind wir wieder an Kurs. Mit den Bomben klein machen, Pokéball, Bombe legen. Und weiter geht's. Hast du Raketen? Cordon Bleu, hast du Raketen? Du hast Raketen. Schade. Wow. Wunderbar. Ich krieg immer zwei Stück, glaube ich. Dann geht unser nächster Weg hier runter. Ich lasse mich gern jetzt treffen, denn ich krieg jetzt halt hier noch so einen schönen E-Tank. Hab dann wieder 99 Energie und nochmal 99 Energie. Jetzt brauche ich keine Angst mehr haben. Kann ich dich treffen? Ich würde gerne noch ein bisschen Energie holen. Ah, Raketen, da noch. Schaut sehr gut aus. Der ist wirklich ja super. Und die Grünen hier sind, glaube ich, auch unsterblich. Mal gucken. Ja, die blocken ständig. Also kann ich sie mit Bomben fertig machen. Okay. Du noch? Komm. Ah. Der geht dann immer weg, wenn ich komme. Und nochmal, komm. Komm. Au. War ich ein bisschen zu unvorsichtig. Krieg nichts von denen. Die Schweine. Und nochmal, komm. Beim nächsten Mal, wenn ich hierher komme, mache ich euch fertig. Versprochen. Okay, die Tür habe ich jetzt mal aufgesprengt. Das lasse ich mal so sein. Dann die hier, die können wir nicht zerstören. Das sind die Cordon Weiß. Und das sind so Brutstätten. Und da kann man ganz gut die Items bekommen von denen. Das ist immer recht gut. Und Raketen. Nee, lass ich mal stehen. Jetzt haben wir alles wieder voll. Und es geht nach Brinstar. Die Brinstar hat die geilste Mucke überhaupt in dem Spiel. Müssen wir noch ein bisschen anhören.
Einfach herrlich. Die habe ich immer Waldmeister-Gelee genannt. Und das sind die Rats für mich immer. Die Roten. Ey. Dann gehen wir mal da rein. Hier können wir uns auch aufladen, wenn wir wollen. Haben wir uns jetzt aber nicht nötig. Wir wollen zu diesem Missile Container. Jetzt haben wir 15 schon. Ich werde aber nicht immer mitzählen jetzt dann. Dann können wir die hier auch, glaube ich, kaputt machen. Ich will die kaputt machen. Wir können nicht hier weiter. Erstmal oben hier. Bis zu. Und dann gehen wir halt einfach wieder. Noch ein bisschen Energie kommen. Ich habe ein bisschen verloren, weil die doch ein bisschen heftig waren. Wie ich mich blöderweise reingetraut habe. Dann, was habe ich denn auf der anderen Seite? Ich glaube, das Kartensystem wieder. Mit ein paar Gegnern. Ja, mit so einem Hüpfer. Und Waldmeister-Gelee. Was wäre das Leben ohne Waldmeister-Gelee? Okay, wir haben alle Gegner platt gemacht. Jetzt können wir zum Beispiel diese Tür hier aufmachen. Und nächstes Mal würde die nicht mehr blinken, sondern wir können einfach raus. Einfach durchrushen. Ohne irgendeinen Gegner platt machen zu müssen. Ist ja auch irgendwann nervig. Okay, die Karte von Brinstar. Die ist jetzt schon ein bisschen umfangreich. Unter uns wäre ein Speicherpunkt. Dann wäre jetzt für mich jetzt egal. Okay, meine Lebensenergie wäre noch ein bisschen wenig. Vielleicht hat noch jemand irgendetwas für mich. Fühle ich mich wohler. Der kommt da nicht rein. Ja, genau, ich kann raus. Okay. Hier, das wäre der Speicherraum, aber jetzt brauche ich nicht. Wir sparen uns jetzt die Raketen auf. Hoppala, einen zu viel verschwendet. Und wir laufen einfach hier mal kurz durch, auch wenn wir ein bisschen Schaden nehmen. Okay, hier können wir auch nichts machen, noch nicht. Okay, jetzt wird schon viel interessanter. Du bist eingesperrt, mein Freund. Ja. Er wollte nicht mit mir spielen. Und ich schieße einfach wie ein Bekloppter auf irgendetwas ein. Okay, jetzt haben wir 20 Stück. Okay, das sind jetzt noch die einfachsten Items, die nicht versteckt sind. Aber es gibt auch ein paar versteckte. Hier haben wir ganz was Tolles. Der Charge Beam. Ist der erste Beam in unserer Kategorie. Beams. Und jetzt kann ich nicht nur feuern, sondern auch den Schuss aufladen. Und abfeuern. Das ist wesentlich stärker als vorher. Okay, gehen wir wieder rauf. Wir könnten Energie vertragen, könnten wir. Nein, keine Raketen. Energie, bitte. Jetzt gibt's uns Energie. Erst einmal das Nötigste und dann kommt der Rest. Komm. Ja, genau, reicht mir schon. Hier können wir auch noch nichts machen. Der ist wieder da. Jetzt sind sie zu zweit. Sie sich hereingepackt. Das ist ja lustig. Aber ja, nur nicht gesehen. Okay. Na, da komme ich her. Okay. Okay, ich bin voll wieder. Hier oben war's. Jetzt. Jetzt.
Ja, willst du mich verarschen? Michael. Ein Schlag und dann ist weg. Sehr schön. Hier wäre ein Speicherpunkt, den nehmen wir jetzt auch nicht wahr. Ich gehe jetzt mal schnell hier durch. Und lade mich wieder auf. Gib mir Raketen, komm. Okay, die machen mit Raketenblatt. Hab ich wieder eine bekommen dafür. Komm. Sei artig. Okay, von der keine Rakete bekommen. Dann glaube ich, reichen mir die Raketen für diesen kleinen Miniboss. Okay, eine grüne Tür, ich käme nicht mehr raus. Ich werde den Namen dieses Gegners irgendwo einblenden. Dann wissen wir es. Er ist, glaube ich, Spore Spawn. Also der erzeugt solche Pusteln. Und ich kann ihn recht gut mit Raketen dann besiegen. Hier in der Ecke einfach warten, bis er sich herzeigt. Mist. Da wollte Samus nicht springen. Oder der Controller hat nicht funktioniert. Oder meine eigene Unfähigkeit. Ich tippe mal auf Letzteres diesmal. Na toll. Ach, ich bin echt so schlecht geworden. Zu langsam einfach für diese Welt geworden. Na. Als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, da habe ich tatsächlich wirklich verloren. Na. Das gibt's echt nicht. Na gut. Und jetzt glaube ich nicht, dass ich verlieren werde. Ich muss einfach mal wieder reinkommen. Ja, jetzt, das schaut doch gut aus. So hat man es gerne. Dauert mal ein bisschen. Jetzt kommen aber ganz schön viele. Hier mal auf die andere Seite. Na danke. Ha! Noch getroffen. Nein. Dieses dumme Teil ist voll in mir reingeflogen. Bisschen Ruhe, Samus. Komm. Das ist doch nicht so hetzig, hey. Schön chillen. Das ist dumm, ne? Na komm. Du wirst verlieren. Und Samus wird alt, wenn es hier stehen bleibt. Ja, richtige Seite entschieden. Ich glaube noch zwei Treffer vielleicht. Ja, naja. Yes. Na, ich wollte mal zweimal schießen. Aber da hat er schon die Klappe zugemacht. Komm, ein Treffer vertragst du noch. Ah, noch einer. Bleib einfach in der Ecke. Kann nichts passieren. Also die Pustel hier. Yes. Gute Nacht.